Hallo, oh Mann. Ey, ich hab's gerade eben schon wieder mit der Streamlabs App probiert. Die ist einfach nur Scheiße. Man kann es nicht anders sagen. Es ist einfach nur gequirlte Scheiße. Die hat gerade einfach auf 100, 130 Kilobyte runtergedrosselt. Warum auch immer. Ich meine, bei mobilen Daten würde ich es irgendwo verstehen, aber ey, ich bin hier im WLAN. What the fuck? Na gut, gibt's halt wieder keine Alerts. Mann, ey. Hi Lord, wie geht's? Was mache ich da? Die veganen Burger. Also gerade eben habe ich schon mit dem Teig gekämpft. Jetzt werden die Patties gemacht. Ist das ohne Fleisch, dann tschüss. Da bin ich weg, ciao. Lass es doch mal auf dich wirken. WLAN ist auch mobile. Ich schüttel dich mal, Henki, du. Deine Lampe kam? Nice. Ich finde die aber immer noch komisch, die Lampe, ne? Die ist irgendwie, weiß ich nicht, die erinnert mich an die Lampe über meinem Bartspiegel. Die ist von Ikea und sieht genauso aus. Ihr seid so Mates, ey. So. Wenn der jetzt voll geil schmeckt und ihr es verpasst, dann. Ne? Warte, jetzt muss ich erstmal. Ah, aua. Ey Mann, ich habe immer noch überall diesen Teig kleben, ne? Ich hatte fucking Handschuhe an. Das kann doch nicht alles von vorn, vom ersten Mal sein, wo ich. Guck mal, hier ist sogar Teig. Alles ist vorgespritzt. Wird das hier verpassen? Außerdem hatte ich gerade Döner. Bestimmt war es dann auch noch ein vegetarischer Döner mit Schafskäse oder so. Das war das Essen. Ja, also mich gibt es heute praktisch zum Vernaschen, Alex. Beißen würde.
Alter. Dazu auch eine Portion Dönerfleisch und Döner bestellt. Stimmt, also bis auf das Fleisch ist ein Döner halt echt. Oh. Obwohl, nee, die Soße wäre noch nicht vegan. Oh. Bei dem schönen Shirt, was alles. Oh ja, Henki, oh ja. Oh, ich sehe teilweise nicht, wo ich hinschneide, ne? Also, das ist gerade. Ah! Gerade nicht ganz einfach. Oh fuck, das war knapp. So, okay. Im Rezept steht eine Knoblauchzehe, aber das halte ich für. Also in jedem Rezept, wo drin steht eine Knoblauchzehe, das kann ich leider nicht ernst nehmen. So eine Anweisung. Also machen wir zwei. Also wenn du aber reinbeißt, eins ab. Mann, Henki, du weißt gar nicht, was dir alles entgeht, ey. Was für geile, leckere Sachen. Du kleine Pimmelnase, ey. So, das hat auch gewürfelt. Ich glaube, ich würde viel lieber den ganzen Tag Knoblauch statt Zwiebeln schneiden. Mal probiert? Nee, also. Huh. Oh. Oh, ist der Knoblauch krass. Mm. So, und eine Karotte raspeln. Aber hier vorne ist das Messer, das muss ich mal wieder schärfen, ey. Mir zu lasch. Hab die Kuh gegessen, die das gegessen hat. War lecker. Ja, siehst du? Aber so hast du das lecker nur aus zweiter Hand gehabt, Henki. Tja. Aber nicht,
Dort bist du gerade in dem... Ah ne, warte, du hast keinen Editor, ne? Oder kann... Oder Alex, hast du Editor? Oh, fuck. Kannst du den... Also kann einer von euch den Titel ändern? Und zwar hätte ich gerne im Titel... Self-Made Veggie Burger oder so. Alex ist kein Mann. Aber warum eigentlich nicht, Alex? Dadurch hast du dich selber unmodded? Alles wird dreckig, ey, Mann. Title do this a veggie burger salmon. Hat das geklappt? Nee, Alex, also ich meine die Alex. Alex. Koala Bär, servus. Okay, dann mache ich das hier. Dann lese ich den Chat jetzt kurz hier hinterm Tablet. Wie hast du es geschrieben? DIY Veggie Burger. Bürger. Burger in the making. Ja, und jetzt? Ja. Informationen aktualisieren. Okay. Halt. So. Denke, machst was zu essen und nicht Unkraut schnibbeln. Ja, das muss. Das ist die Hauptzutat sozusagen gerade. Ah nee, doch nicht. Die zweite. Ist alles da? Nee, ey, auf das auch noch. Mann, ey. Schön mit Butter jetzt in die Pfanne hauen. Wo ist mein Löffel? Oh nee. Jetzt habe ich den Löffel zu dem. Wollt ihr nicht vegan? Nee. So ein Quatsch machen wir hier nicht. Du hast mich damals gesperrt und kurz danach war es wohl weg. Was? Ich hab dich gesperrt? Also ein Baconstreifen. Ich hätte sogar Schwarzwälder Schinken hier. Oh, ich hab noch. Da habe ich jetzt Bock drauf. Warte, ich muss es hier gucken. Eine richtig schöne Pfefferbeißer. Mmh.
eine schöne, harte Salami. Weil einer seine Punkte dafür benutzt hat. Echt? Und dann? Wow, okay. Dann muss ich das nachher wieder reinmachen. Erinnerst du mich bitte dran, Alex? Weißt du noch meinen zweiten Namen? Ja, zeig doch. Zeig den noch, wenn du mich meinst. Ach, sag den mal. Nee, das Alex hat sich bei dir durchgesetzt. Aber kannst du dir eigentlich merken, wenn ich nach Mod-Tätigkeiten frage, dann frage ich meistens die Alex. Das war Jochen, oder? Kann das sein? Veggie-Burger ist immer, der schnubbelt erstmal ein Pfefferwasch. Nam, nam, nam. Ne, halt, ich glaube, das war falsch. Wie schwitzt man denn was an? Ach, egal. Okay. Ich muss kurz hier Chat lesen. Versuche es mir, es ist erst diese Woche aufgefallen. Habe auch einen zweiten. Nur nicht mit so viel Hitze. Okay, fuck, okay. Bloß, guck, dass nachher meine Dorade kommt und mein Tintenfisch. What the fuck? Dorade und Tintenfisch? Der feine Herr! Okay, also laut Rezept kann ich das schon. So, hier die Hauptzutat. Sieht man das? Ja. Bohnen. Japanisch bestellt. Aber also schon fertig oder musst du die noch machen? Hey, da fehlt was. Was soll schon passieren? Ja, zum Beispiel, dass ich das Ding jetzt nicht raufkriege. Piu piu. Wie schmeckt Tintenfisch? Wie normaler Fisch? Schon zubereitet? Ich mach's aber auch selber. Okay. Ist das dann so ein Chinamann-Lieferdienst? Das ist ja voll geil, dass es bei euch sowas gibt. Ich glaube, Tintenfisch hat selber gar nicht so viel Geschmack, ne? Das ist immer nur, also der hat zwar Biss und so, aber hat selber sehr wenig Eigengeschmack, ne? So, genug angeschwitzt, glaube ich, oder? Ist das angeschwitzt? Was meint ihr? Ja, komm.
mal ins Rezept gucken. Schüssel geben. Okay. Die Hälfte der Haferflocken. Warte mal, Haferflocken waren 70 Gramm. Wie messe ich jetzt 70 Gramm, ey? Vor allem, ich habe 500 Gramm Haferflocken gekauft, um 70 Gramm zu nutzen. Eher wie ein Mix aus hart gekochtem Ei und Lachs. Von der Konsistenz und vom Geschmack wie ein Fisch ein bisschen, was die Gewürze machen. Ja, richtig lecker. Richtig. Oh, geil, ey. Schneide ein bisschen. Warte mal, die Hälfte der Haferflocken. Ah, okay, später dann den Rest. Ach, naja, ein bisschen mehr. Macht nichts. So, die Hälfte, Tomatenmark, Senf, Sojasauce. Nicht weggehen, Rezept. Ein Esslöffel vom Mark. Ist vielleicht ein bisschen mehr, ist aber egal. So. Ein Esslöffel Senf. Oh, das wird jetzt Spaß machen, aber dann nehme ich nicht den dreckigen, dann nehme ich den. Oh, den kann ich nachher für den Senf nochmal benutzen. Sehr gut, denn das ist ja am besten gleich da drin. Was war noch? Senf, Ei, Sojasauce. Wie viel davon? 1,5 Esslöffel Sojasauce. Oh Gott, wie soll ich das denn? Das wird doch niemals was. Habe ich überhaupt Sojasauce? Doch. Oh Gott. Ja gut, das ist bestimmt anderthalb. So. Senfsojasauce ebenfalls hinzugeben. Mit dem Stabmixer verrühren. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Ich mache euch mal hier wieder an. Zack. Aua! Das ist kein Bautzner. Ich habe heute tatsächlich Bautzner gekauft, aber der war halt schon offen, der andere. Level für den Papa. Die große Flasche hast du auch. Auch die von Kikkoman. Oh, guck mal, wie der aussieht. Das wird gleich ein Burger Patty. Can see the structure already of a very delicious thing, but I'm not quite maybe I underestimated the smell. I don't know yet. Let's see. I have to mix it a little bit and then I can. Das ist nicht bei mir. Nee, guck hier. Also es sieht schon rein
von der Konsistenz her aus. Ich meine, jetzt ist ja gerade, es ist ja gerade Faschingszeit. So. Und ihr kennt das, wenn ihr an Fasching so anfangt, das Bier zu trinken. Dann kommt das erste Bier, das zweite Bier, das zehnte Bier irgendwann. Und das elfte ist dann meistens schon, das ist dann abgelaufen und schlecht irgendwie. Und dann kriegt ihr eine Lebensmittelvergiftung, müsst euch übergeben und euch ist auch ganz schlecht und schwindelig. So sieht das vielleicht auch ungefähr aus hier. Guck mal. Ja, ich finde, das geht eigentlich. Warte mal, ich hab eine Idee. Wunderbar. Hier noch ein bisschen Paprika rein. Kann nicht schaden. So. Salz, Pfeffer. Natürlich. Moppelkotz. Sieht aus, wie dass das aus der Kuchen rauskommt. Ihr habt komische Kühe, ey. Ihr habt richtig komische Kühe. Was für Kühe habt ihr? Die mit vorne Schuppen und hinten Geweih, oder? Die mit den drei Augen. Meine Frau würde mich umbringen. Was, wieso? Ey, ich hab echt Bock. Ihr kennt mich. zu klein. Na, obwohl, die zwei. Alles wird besser mit Knoblauch. Auch Schokolade. Ist mir noch nicht passiert, dass ich deine trinken kann, Bier. Ja, scheiß Alex, ey. Ach so, stimmt, deshalb. Ich habe mich gerade gewundert, warum die Schüssel so warm ist, aber ist ja klar. Okay, der Teig hat jetzt auch genug geruht, um den müssen wir uns auch gleich kümmern. Aber erst machen wir die Buns hier fertig. Okay. Passieren. Das ist doch nur Knobi. So, und jetzt noch. Oha! Nee, das alles wollte ich da nicht reinschmeißen, du. Das auch nicht. Ich weiß schon, warum das so wenige Leute machen. Ey, das ist halt super aufwendig. Aber insgesamt hat es schon eine gute Farbe auf jeden Fall. Die Farbe ist nicht schlecht.
So, nochmal Rezept gucken. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Okay, das haben wir vorhin schon gemacht. Apropos abschmecken. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. So. Was können wir noch reinmachen? Vielleicht Oregano. Man weiß es nicht. Ich tue es einfach. Vielleicht auch ein bisschen frischer Basilikum. Naja, was soll's. Habe ich ja selbst gezüchtet. So. So. Fertig geprügelt hier. So, Chat ist hier. Ah, Moment. Brauchst du einfach einen Thermomix, einfach das reinwerfen und Stufe 10 zerkillen. Ja, das wäre eigentlich ganz geil, aber die Dinger sind halt schweineteuer, da kann ich mir auch 10 3D-Drucker kaufen. Du hast noch nicht mal beim Saubermachen von dem Mixer den Stecker gezogen. Wieso auch? Das ist so ein Mixer, der geht nur, wenn man mit dem Finger drauf bleibt auf dem Dings. Auf dem Anknopf. Mein Name ist Quietsch. Mein zweiter Name ist Gefahr. Mein dritter Name ist Knoblauch. Familienname ist Arschloch. Quietsch, Gefahr, Knoblauch, Arschloch. So, und jetzt muss ich nochmal eigentlich halt Rezept bleibt da. Restliche Haferflocken rein. Jetzt noch die restlichen Haferflocken rein. Halt. Ah, ich Idiot. So. Wie viel waren das? 35. Also 37 haben wir rein, das heißt 33 jetzt. Das sind aber ganz. Oh Gott, na gut, 34. Auch egal. Dann, lalala, 10 Minuten stehen lassen dann gleich. Jetzt kann ich euch hier wieder anmachen. Warte mal, kam noch was zwischendurch? Lecker, so ein frischer Schließmuskel frittiert. Was? Was ist denn mit euch? Ohne Scheiß, würde ich das auf einem... Weiß ich nicht. Wenn ich sowas auf der Gamescom machen würde, würdet ihr kommen und das essen? Oder zumindest mal probieren? Nee. Ich auch nicht. So, 10 Minuten stehen lassen. Allerweil. Können wir uns jetzt. Um den Teich kümmern.
Und mit Teig meine ich Teig. Aber es liegt halt eher an Gamescom an als an dir. Magst du die nicht? Das sieht aus wie, naja, für jeden Ausdruck könnte man gebannt werden. Ey, come on. Also, ich bin ja auch sehr ein Fleischfan, aber ganz ehrlich, komm, das sieht so schlecht gar nicht aus. Dafür, dass ich halt auch Popel reingemacht habe und ein paar Nasenhaare. Oh ja, ASMR. Oh yeah. Guck, jetzt hat sogar ein Smiley Face. Ist doch super. So, 10 Minuten ruhen lassen. Danke, Alex. Siehst du? Alex hat Mut. Wo ist denn jetzt? Ah nein, jetzt habe ich Discord zugemacht und da war das Rezept für die. Komm, mach. Teig ruhen lassen. Backofen 200 Grad. Gut. Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche durchkneten und in 12 Portionen, ach nee, in 6 Portionen dann. Oh. Leicht bemehlt ist anders. Scheiße. Naja, man hat Sperrmehl. Ist das Sperrmehl? Sperrmehl? Nein. Gott, der ist doch gar nicht fertig. Never ist, okay, egal. Gib dem Gegenstand eine Chance, aber kein, na. Ich würde fast alles essen, außer Kartoffelsuppe. Und das, was man nicht essen kann. Was? Oh Gott, der ist nicht ready. Oder? Ich weiß es nicht. Ich frage mal meine Freundin. Bibi? Bibi? Kannst du mal gucken, ob ich den schon Okay, keine Hilfe. Ich mach das jetzt einfach, komm. Der ist. Nein, der geht nicht. Scheiße, der klebt überall. Der ist viel zu klebrig. Scheiße. Egal, komm. Wir ziehen das jetzt durch. Ich glaube, ich habe zu wenig Mehl rein. Oder? Guck mal, der ist doch noch. Der ist viel zu klebrig, oder nicht? Das ist doch zu klebrig! Scheiße! Ja, ich glaube auch, ich hätte mehr Mehl. Ah, fuck, ey. Gut, dass ich jetzt so viel Mehl hier habe. Oh, scheiße. Scheiße. Scheiße, guck dir die Scheiße an. Oh Mann, ey! Oh nee, du! Was isst du denn da jetzt? Das gehört gar nicht dir, Katze. Jetzt frisst die wieder das Futter von der anderen. Naja, soll sie halt fett werden. Blöde Sau! Muss das wabbelig sein?
Oder eher fest? Weil im Moment ist es wabbelig. Gott. Guck mal, das ist... Guck mal, das ist doch niemals vernünftiger Teig. Scheiße. Kacke. Oh nee, ey. Nee, das ist... Nee. Guck mal, ich kann mit dem Teig das Brett hochheben. Fuck. Ah, Chat lesen. Pack zu dem anderen. Super. Mehl draufpacken und kneten. Ah, Scheiße, jetzt habe ich halt mal beide Hände. Ah. Was ist denn das für ein Rezept, Alter? Ey, das nächste Mal, wenn Snooki in den Chat kommt, dann flamet die ihn alle, okay? Das ist doch... Guck dir die Scheiße an. Oh nee, ey. Fällt das hier alles runter, ey. Meine Freundin hat gestern ja gesaugt. Oh Mann. Komm, ich breite das jetzt kurz aus und dann mache ich da nochmal überall... Scheiße. Das gibt's doch nicht, ey, wie es hier aussieht. Ey, da geht niemand von den Finger ab. Da krieg ich werd damit leben müssen. Das geht nicht von den Fingern. Nein, nicht zugehen, du Arschloch. Dumme. So. Ah, das fühlt sich gut an. Oh. Mm. Ich safe war das jetzt zu viel und ich verkack's halt doppelt. So, was haben wir denn? Auch noch ein bisschen Mehl dran. Muss von der Konsistenz wie Knack- und Backdinger sein. Na Scheiße mit der Scheiße. Ja, echt so. Sag mal, wie knetest du Teig? Ich weiß es doch auch nicht. Ich knete nie Teig. Ich knete Matt. Wie ist denn die Konsistenz von Back und Knack? Was ist überhaupt Back und Knack? Scheiße, ich sehe es schon kommen. Ich darf morgen die Küche wieder sauber machen. Oh, nee, du. Oh. So eine Pisse hier. Guck mal. Eieieiei. Okay, nee, Schnauze voll. Ich mach jetzt. Ey, das ist immer noch so. Das hört nicht auf zu kleben. Ich werde hier wahnsinnig. Keine Ahnung, wie man Teig knetet. Das bringt dann auch niemand in der Schule bei. Was soll denn das? Ich kann Leute nur massieren. Kein Teig, ey. Wer macht denn Teig? Niemand macht Teig. Ah, ficken. Das ist doch scheiße hier. Okay. So. Wird doch, ja, ich weiß es nicht. Ich lasse es jetzt einfach so. Oh. Scheiße.
Ah, da geht mir von die Finger, ey. Aus hier. Oh. Wer hat den Teig überhaupt erfunden? Welcher Depp? Geht das nicht leichter? So. Lalala. Blech, okay, Blech brauche ich. Backpapier. Auf dem Blech war noch alter Käse von Pizzabrötchen. Matt kniet es auf die Tiere streichen, nur halt spät. Okay, der war echt... So, also das Rezept ist für 6, ich mache aber 4 draus. Werden sie halt ein bisschen größer. So, jetzt muss ich nur noch so, wie viel ist das? Ein halbes Ei und ein halber Esslöffel Milch. Ah, leck mir doch die Füße wund. Mach ein ganzes. So. So, Cat Content. Okay, Scheiße hier. Macht man das so? Ich habe keine Ahnung, ey. Ich habe jetzt einfach gemacht, weil da stand. Mit Ei und Milch. Portionen Kugelrollen und mit Abstand auf ein Blech legen, zugedeckt. Nochmal 30 Minuten. Ich raste aus, Alter. Der Snooki hat mich angelogen. Ich raste aus. Ja, aber wütend hier. Jede Portion zu einer Kugel rollen. Aha. Tolle Wurst, ey. Was eine Kugel, ey. Oh Mann, das, weißt du, da wo es jetzt kleben soll, klebt's nicht. Wird das so ein bröckeliges... Hässliches Endlein. Naja, egal. So, next. Oh Gott, das wird viel größer. Das wird das Monsterbrötchen, Alter. Okay. Also das müssen wir dann eh nochmal. Fuck, ey.
So, was habt ihr geschrieben? Selbst die Katze hat Angst vor Essen. Sollte ich mal einen Kochkurs geben? Ich gebe euch gerade einen Kochkurs. Improvisieren mit Quietsch. Auch ohne Ahnung. Lecker Essen machen. Das wird so ein riesiges Ding, ey. Scheiße. Ich habe echt die Befürchtung, dass ich dann am Schluss sowieso die Supermarkt-Buns nehme, weil die halt viel zu groß sind. Guckt euch die Dinger an. Und da ist halt ein ganzes Päckchen Hefe. Im Rezept stand frische Hefe, das habe ich aber nicht gerafft, als wir einkaufen waren. Jetzt habe ich halt nicht frische Hefe genommen. Ein ganzes Päckchen. Ach komm, das ist gut so. Bisschen gegessen. Ey, ohne Scheiß, ey. Ich hab echt gedacht, dass es nur die halbe Stunde ist, die der Teig halt. Und dass ich jetzt schon anfangen hätte können zu tüddeln hier. Na gut, dann haben wir aber noch ein bisschen Zeit, um Toppings zu schneiden und so. Ist auch nicht schlecht. Ach komm, das reicht. So. Oh Gott, wie es hier aussieht, ey. Oh nee, du. Nee. Oh Gott, nee. Scheiße. Oh, das gibt mega. Oh, nee. Oh, guck dir mal die Scheiße an, hier mit der Scheiße. Oh, fuck. Das, ey. Ob die was werden, das frage ich mich auch, ey. Ich überlege mal auch gerade echt, ob ich die vielleicht doch noch mal ein bisschen kleiner mache. Was ist das? Scheiße. Okay, das schon mal weg. Oh nee, ey. Alles. Oh nee. Oh Gott. Oh. So, das hier rein. Okay, warum liegt jetzt das Ding? Scheiße. Es stimmt echt. Kein Wunder, dass niemand irgendwie vegetarisches oder veganes Essen macht. Es ist so shit aufwendig. So unnötig, dumm aufwendig. Und das, was es fertig gibt, schmeckt eigentlich alles scheiße. Also kannst du es... selbstgemacht ist Kacke. Und vorgefertigt ist Kacke. Kacke mal Kacke. Und dann hat man auf einmal die CDU. Achso. Oh Gott, ey. Guck mal, aus Versehen eine Kokslein gemacht. Ah, scheiße. Oh, ich klappt das jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Yes. So. Nein, ey. Jetzt habe ich Teig auf den Boden auch geschmissen. Oh, nee, du. Oh, und ich habe auch noch die Lammfell-Dings, die Lammwollsocken an. Ich denke, dass das seine Freundin jetzt zur Küche sagt. Die. Ja, das Maul zu halten. Ich habe Essen gemacht hier. Mit Schnauze erhalten. So, Leute. Also.
eine rote Zwiebel. Denn wie wir wissen, rote Sachen machen Dinge schneller. Oh, außer das Schälen. Freundin soll sich halt um gar nichts kümmern. Die hat gestern schon die halbe Bude sauber gemacht, unter anderem die Küche. ich musste halt nur das Bad machen. Deswegen soll sie sich mal ausruhen. Mist, das war dumm, ich wollte doch volle Ringe. Ah, na egal. Egal. So, warte, wann waren das, wo wir die Dinge auf das Ding gelegt haben? Dingeling. Das war 40, oder? Ach, ich weiß nicht, komm, wir machen einfach 8 Uhr, machen wir die Dinger rein, scheiß drauf. Das reicht für 4 Burger, ja, oder? So, das ist eine süße Zwiebel. Die ist nicht so aggressiv mit ihrer Säure. Stattdessen könnte man jetzt halt auch einfach eine normale Zwiebel nehmen und die nochmal kurz anbraten. Aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Plus, die sind halt mega riesig hier. Guckt euch das an. Super geil. Gurken und Salat. Das nehmen wir auch. Das können wir auch nehmen. So.
kriege ich das Ding nicht mehr auf hier. Zu flutschige Hände jetzt schon. Oh Gott. Fick dich. Oh, ey. Ich hasse Gurkengläser. Die sind so undankbar. Ich glaube, das Schlimmste am selber kochen ist das nebenher Essen, ey. So, Tomaten noch. Sei froh, dass du kein Ostfriese bist, du würdest den Kopf nicht hin. Das ist viel zu stumpf mittlerweile, ich muss es echt mal wieder gescheit schärfen. Mehr ganz sauber durch. So. Das ist so ein schöner Tupping-Teller. So Leute, guckt's euch an, die Matschepampe. Oh, das ist genauso schlimm wie... Leute, ich muss sagen, das schmeckt echt gut. Jetzt ohne Scheiß. Man merkt, das ist dass es vegetarisch ist. Aber insgesamt, ja, kann man essen, Leute. Ich bin entgeistert. So, jetzt machen wir aber trotzdem noch mal ein bisschen, weil irgendwas fehlt mir dann noch, ey. Guck mal, das ist jetzt echt wie Hackfleisch. Vielleicht ein Schuss Curry, nicht zu viel. Wurde mir verboten. Oh. Naja, ich meine, eine Shotgun schießt auch, ne? Chili. Ein bisschen Salz. Pfeffer. So, ich glaube, wenn man das Curry jetzt ganz gut vermischt, dann merkt sie das auch nicht so. Oh Gott, ist das eine Masse. Ach du Scheiße. Okay, ja gut. Jetzt, wo ich es in der Hand habe, ist das schon sehr anders, muss ich sagen.
muss ich sagen. Oh nee, du. Nee, das gibt eine Sauerei, du ey. Na, warte, jetzt können wir das wieder ein bisschen. So. Hey, Elsumsum, wie geht's? Gut, dir, ich versuche nicht auszurasten. So, zweites Handtuch mal. Kein Wunder, dass meine Hände nicht sauber geworden sind. Ich habe immer mit kaltem Wasser gemacht. So. Oh no, schon fertig. Fast. Also, das Brät, wenn man es so nennen will, ist fertig. Die Buns schmeiße ich gleich in den Ofen. Die sind... Weiß ich nicht, ob die gut werden. Aber keine Sorge, ihr wisst ja... ihr wisst ja, ich lade jetzt alle Streams auf YouTube hoch. Von daher kann man sich alles im Nachgang nochmal ganz in Ruhe und entspannt bei einer gemütlichen Runde Patreon mit seinem nicen Quietschmerch-T-Shirt auf der Couch. Naja, ihr wisst schon. Das war nicht die Mitte. Gut. Boah, das wäre eine riesige Burger, glaube ich. Nee, doch nicht. Das ist eine ganz gute Menge, wie ein normaler Burger eigentlich. Scheiße, aber kriege ich das jetzt da raus? Das kriege ich da gar nicht raus, weil das ist ja nur Matschepampe und kein... Fuck. Nee, kriege ich... Oh nee, ey. In der Pfanne irgendwie hinkriegen. Das war ein Schuss, ey. Oh Gott, okay. Ich muss jetzt irgendwie am besten... Mach doch noch Paniermehl dran. Warum? Damit es fester ist. Nein, die Buns sind schon... Vielleicht nehmen wir auch die vom Rewe. Raus hier! Oh Gott! Leute, es ist mir ein bisschen peinlich. Aber auch irgendwie... Ey, komm, ohne Scheiß, ich mache das heute zum ersten Mal, so vegetarische Burger. Zum zweiten Mal erst und das letzte Mal ist auch schon wieder ein, zwei Jahre her, dass ich die Burger Buns selber gemacht habe. Weil ich bin sonst immer zu faul, aber jetzt wollte ich halt mal, wenn ich schon... Ne? Im Grunde genommen ist alles selber gemacht, außer das Gemüse. Also beziehungsweise außer Zutaten oder so. Also Buns und die Patties. Beides selbst gemacht mit richtig beschissenen Rezepten. Yeah! So. Puh. Oh fuck. Guck
guck mal. Die Dinger. Warte, ich hab. Hier, Banana for Scale. Die sind jetzt schon richtig groß. Die sind nicht mal gebacken. Oh, Scheiße. Ah, lass mich runter. Sie hat recht. Nee. Circa. Ah, halt, halt, die dürfen noch gar nicht rein. Scheiße. Ah, ich hab doch. Mann, oh Mann. Ist das ein Chaos? Hier, ich hab doch Eierpaste gemacht. So. Da. Wunderbar. Ey, zum Glück habe ich es noch bemerkt, ey. Das Blech ist nämlich jetzt schon ein bisschen heiß, du. Von so kurzem Ofen. So. So. Jetzt aber. Minuten. Gut. Chat anmachen. Was für Riesenburger. Psst. Es läuft wirklich alles nach Plan, weil ich habe keinen Plan. Also kann auch nichts nicht nach Plan laufen. So. Jetzt hier den Ofen nochmal angeschmissen. Bisschen Butter. Gut. Oh, fuck, sieht's ja aus. Scheiße, scheiße, scheiße. 20 Minuten, ich fahr schon mal. Könnte klappen. Also jetzt. Ab jetzt habe ich es nicht mehr in der Hand. Jetzt ist nur noch Glück oder. So, ich mache mir hier ein bisschen Platz schon. Hier aussieht. Ah, warte, das ist dumm, wenn ich das jetzt schon. Ah. Und bei euch so, was gibt's bei euch zu essen? Was Gescheites? Fraser sieht das aus hier. Und dann machen wir mal das Gemüse hier weg. Ich habe ja noch Bratkartoffeln mit Zwiebelchen gemacht. Okay, Micha, dein Geheimtipp zu Bratkartoffeln. Hau raus. Kartoffeln in Pfanne und Braten.
gerade Chips. Das sind auch sowas wie Bratkartoffeln. Oh Gott. Guck mal, wenn ich das mit so einem Blättchen garniere, ist doch gar nicht so schlecht, ne? Das sieht aus wie gewollt. Ja. Nachtisch gibt es für immer auch Chips. Ja, bei uns gibt es dann wahrscheinlich auch als Hauptspeise Chips. Ich könnte es auch ganz lustig machen, pass auf. Nämlich die hier. Das sieht halt einfach ähnlich aus, ne? Und die sind halt auch echt lecker. Die Patties sind noch. Ja, ich drück die dann in der Pfanne runter, weil jetzt. Ja, ich weiß auch nicht. Ich gebe auf. Ich komme mal in den Stuhl. So. Hi. Das sieht aus so. Ja, aber hey, wenn wir das hier mal außer Acht lassen und darauf gucken, das sieht doch schon mal wieder besser aus. Hier ist ja noch ein bisschen Käse. Minuten. Ich würde sagen, bei 10 Minuten. Wann fängt man die an? Bei 5 oder bei 10 Minuten? Weil die Brötchen müssen ja dann auch noch getoastet werden. Ich würde sagen, bei 5, oder? Aber ich will auf einen Doppelkäse. Also im Gesamtbild ich weiß, was gefehlt hätte noch. Ich hätte vielleicht doch noch, obwohl nee, vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Säure oder so zwiebelmäßig irgendwas. Ich weiß, glaube ich, was fehlt, nämlich die Petersilie, die ich eigentlich hätte reinmachen sollen, aber es wurde mir verboten. Das hätte das wahrscheinlich nochmal so ein bisschen abgerundet. Aber hey, was soll's. So schlecht schmeckt es jetzt auch gar nicht. Ehrlich gesagt, also wirklich nicht. Die sind echt gut. Bin ein bisschen stolz auf mich. Hab überall Teig. Alles knackt. So. Soll ich vielleicht noch Speck braten? Und die hier reinmixen so?
machst du dann so Feuer und so? Was, Feuer? Was für Feuer? Bisschen Action sehen. Das muss ich mir angucken. Okay, das hat man gar nicht gesehen. Da ist mir gerade Zwiebel runtergefallen. Curry-Ketchup oder normaler Ketchup? Was meint ihr? Burgersoße. Mm. Ja gut, im Grunde genommen wird das ja genau das. Mm. Aber okay. So, hier Knoblauchsoße. Hela Curry Gewürz. Sriracha. Pass auf, jetzt was ganz Wildes. Schuss Maggi. Das war ein bisschen viel Schuss. Curry. Paprika. Was ist das hier? Ah, das ist auch Curry. Rein damit. So, Pommes-Salz. Knoblauch. Hervorragend. Für die Farbe noch ein bisschen Ketchup. Oh, guck mal, die Farbe sieht schon nicht schlecht aus. Mm. Bisschen viel Knoblauchpulver, was? Das klingt so, als wäre das was Schlechtes. Die ist voll geil. Die ist wirklich voll geil. Obwohl ein bisschen, nee, irgendwas fehlt. Ah, ich hab's. Streukäse. Oh, Leute. Leute, ist das nix? Guck mal. Mm.
Lass mich auch mal lecken. Ja. Die ist wirklich lecker. Also jetzt ohne Scheiß. Ich hätte es auch nicht erwartet. Ach, verdammt, lol. Ich denke mir die ganze Zeit, warum wird die Pfanne nicht heiß? Dabei ist die Kochplatte gar nicht richtig an. Kackbraun, genau wie die Patties. Ja. Aber ey, die schmeckt wirklich echt gut. Vielleicht noch eine Zwiebel? Gibt es eigentlich so wie Knoblauch zum Streuen auch Zwiebel? Weiß das jemand? So Zwiebelgranulat oder so? Ja, gibt's. Hätte ich voll gerne. Leute, seht mal hier. Zack, und die zwei Full House. Aber weil die Frage vorhin da war, hier. Ich bin gespannt. Und die Katze ist auch schon gespannt hier. Sieht man die? Eigentlich darf ich die gar nicht zeigen, aber hey, es ist jetzt. Ne? Sieht man das? Doch, die Katze sieht man, ne? Warte ein bisschen runter. Oh, und jetzt ist es nicht mehr flicker-free. Flicker-free! Boah. Das flickert aber ordentlich, du. Warte. Nee, hilft nichts. Naja, passiert. Egal. Mal gucken, ob die Pfanne schon heiß genug ist. Oh ja. Okay, Leute. Wie mache ich das jetzt? Drücke ich den da mit rein oder? Nee. Wünscht mir Glück. Oh ja, doch. Doch, wird gut. Diese gut. Ey, der Geruch, da kommt richtig gut der Knoblauch durch. Zum Glück habe ich noch mal zwei extra Zehen gemacht. Leer die Tüte. Das Geruch so sehr lecker. Sehr
Sehr, sehr gut. Ich glaube, ich muss die ein bisschen länger als geplant drin lassen, weil die Pfanne war doch noch nicht heiß genug. Egal. Oh, oh, oh. Die sehen gar nicht so schlecht aus. Aber vielleicht muss ich sie ein bisschen länger drin lassen. Das könnte sein. Okay, Leute, ich glaube, die sind gut. Ich glaube, die sind gut. Ich glaube, die sind gut, ey. Oh, meine Babys, guckt sie euch an, sie sind wunderschön. Das ist doch echt schön. Ich habe jetzt zwar keinen Sesam drauf, obwohl ich Sesam da gehabt hätte, aber ey, ohne Scheiß, die sind richtig gut. Ich kann die Dinger nicht ohne. Das ist noch mal rein.
Willst du mal probieren? Ich weiß, das ist ganz schön. Ah. Nein. Aber nicht, dass die jetzt scheiße sind. Nein. Also bei den Dingern, da bin ich mir nicht so ganz sicher, du. Eieiei. Eieiei, grande misere, eieiei. Oh je, oh je. Gleis fertig, Leute. Gleis fertig. Aber er ist ein bisschen abgebrochen von dem einen. Ey, das schmeckt voll gut. Zwar kein Fleisch, kein Fleischsubstitut, aber so als Bratling, voll geil. Super, super nice, ey. Oh. Oh, warum verbrennen die denn so schnell? Scheiße. Oh nee, du. Oh, schwarze Kohlen, ey. Ah, Fickarsch. Scheiße.
Ich glaube, die darf man nicht so lange braten. Bratan. So, jetzt sehen die richtig aus. Wunderbärchen. So, das sind jetzt bestimmt schon wieder her. Okay, also die habe ich in die Mikrowelle. Dann schmilzt der Käse. Zeit, Leute. Guck mal hier, das gute Burger Bun. Mm. Oh ja, oh. Oha. Schön die Schmotze drauf. Jo. Die andere Schmotze. Oh, ist das heiß. Ah, ha, hi. So heiß wollte ich das gar nicht. Gut. So, ich mache für euch erstmal mein Double Cheese. Halt. Ich mache das jetzt mal wie Gordon Gondo Ramsay. Erst der Salat, dann der Burger, dann schön hier die Pickles drauf, ja. Dann ein, zwei Red Swivel. Oh yeah. That's a real American style. Dann mache ich hier eine große Scheibe. So. Und dann war es das schon, oder? Komm, machen wir noch einen Klecks. So. Ja, war es dann schon. Wolltest du den Bäckerbrötchen nicht noch Antolin? Oh, guck mal. Leute. Oh. Du meinst bestreichen? Das habe ich vor dem Backen gemacht. Oh, Leute. Das sieht gut aus. Leute, das ist er. Der vegetarische Quietschburger. Hm. Oh, der ist voll heiß. Puh. Der sieht aber richtig, richtig gut aus. Nein, ich meinte an Thorsten. Was? Achso, antoasten. Nee, das brauchst du nicht, weil die sind ja frisch gebacken. Interessant.
Also geschmacklich echt gut. Der Biss ist aber irgendwie so, weiß nicht, da fehlt mir so ein Knack, so ein bisschen Widerstand. Aber ansonsten, ey, voll gut. Doch, ansonsten echt voll gut. Und jetzt mit den zusätzlichen Zwiebeln macht das noch mal besser. Aber irgendwie, da fehlt irgendwas für Integrität so, dass die zusammenhalten besser. Dankeschön, Alex. Wie kommt der eigentlich dahin? Jetzt muss ich kurz... Ja doch, er ist weg. Doch, also wenn er nicht so matschig wäre, so vom Biss her, wäre der echt gut. Also noch besser. Aber geschmacklich kann ich echt nichts sagen. Ich kann das nicht mit ansehen. Da fehlt halt irgendwas, was das ganze Ding noch so ein bisschen zusammenhält. Weil wenn man den Burger zusammendrückt oder reinbeißt, zerdrückt es halt auch den Patty. Aber insgesamt, ey, ohne Scheiß. Und vielleicht wären es auch geiler, wenn ich es nicht angebrannt hätte, aber... Welchen will das dann sein? Ich habe mir tatsächlich überlegt, noch ein bisschen Speck anzubraten, aber was sagt die Frau? Gute Frage. Ich würde aber dann gleich den Stream ausmachen, damit wir dann essen können in Ruhe. Und dann nachher vielleicht nochmal Green Hell starten. Oder ich schreibe es auf Discord. Die wartet nur, dass ich den Startschuss gebe. Aber ja, kann man essen. Kann man essen.
Okay, Leute. Ich hätte jetzt auch nochmal in die Mikro. Oh. Also das war echt. Man muss diese Patties nur genug würzen, dann macht einem das echt nichts aus. Oh, das tut gut. Gut, dann würde ich sagen, ich mache mal Stream aus. Nachher dann wieder an. Ich berichte auf Discord. Wir sehen uns dann. Das war gereimt von Quietsch. Arrivederci. Ach du Scheiße, war das peinlich. Tschüss. Und Dankeschön fürs dabei sein. Hä? Hol dir die aktuelle Version der Twitch-App. Ich streame gerade mit der Twitch-App. What the fuck? Boah.